Es gibt Filmszenen, die so lustig, aufregend oder romantisch sind, dass wir sie immer wieder ansehen können, ohne uns daran satt zu sehen. Dann gibt es da noch die anderen, die unbequemen Momente und schaurigen Szenen, die uns im Gedächtnis bleiben, auch wenn wir sie nur einmal gesehen haben. Hier sind nur einige der unangenehmen Filmszenen, bei denen einmal ansehen wirklich mehr als genug ist. In The Nice Guys ist Holland March der schlechteste Detektiv in Los Angeles, vielleicht sogar weltweit. It's just Fred's never been gone this long before. How long has he been missing? Since the funeral. Der von Ryan Gosling gespielte March ist ein stümperhafter Alkoholiker, der einen vermissten Erotikfilmstar finden soll. Auf seiner Suche wird er von allerlei Verletzungen heimgesucht, die sowohl seinen Stolz als auch sein Wohlbefinden beeinträchtigen. Doch der schmerzhafteste Moment kommt, als er sich aus Versehen die Pulsadern aufschneidet. An einer Stelle versucht March den alten Privatdetektivtrick, indem er einfach seine Hand einwickelt, eine kleine Glasscheibe durchschlägt und hineingreift, um die Tür zu entriegeln. Aber March ist kein Actionheld. Es erübrigt sich wahrscheinlich zu sagen, dass er es sofort bereut. Zugegeben, die Szene ist als Lacher gedacht und Gosling macht einen tollen Job, die Komik zu verkaufen. Aber wenn wir all das Blut sehen und hören, wird uns schon etwas mulmig zumute und das ist definitiv nicht schön, Leute. Bei einem Titel wie Creep sollte es nicht überraschen, dass dieser Horrorfilm eine unangenehme Erfahrung ist. Der Film folgt einem unglücklichen Kameramann namens Aaron, der angeheuert wird, um ein Video für einen Verrückten namens Joseph zu drehen, der behauptet, dass er an Krebs stirbt und einen Film für sein ungeborenes Kind drehen möchte. Doch diese scheinbar nette Idee wird immer skurriler, als Joseph Aaron im Wald aussetzt, ihm eine verstörende Geschichte über seine Ehe erzählt und mit einer Wolfsmaske herumtanzt und singt. At the end of the day, it's gonna be normal, so just... Oh, okay. Trust me, that's not gonna be anything weird at all. Aber all das kommt nach Josephs erstem gruseligen Auftritt. Zu Beginn des Films bittet er Aaron, ihm ins Badezimmer zu folgen, um zu baden. Als Joseph ein kleines Kind war, badete er immer mit seinem Vater. Da er nicht mehr da sein wird, um das mit seinem Sohn zu teilen, möchte Joseph diese Erfahrung auf Film nachstellen. Und ja, aus Aarons Perspektive zu sehen, wie Joseph sich auszieht und anfängt, mit einem imaginären Baby in der Badewanne zu spielen, ist genauso peinlich und verstörend, wie es klingt. Dann wird es noch merkwürdiger. In einem Moment spielt Joseph noch mit seinem imaginären Kind und im nächsten versinkt er in eine Depression, spricht von Selbstmord und rutscht mit dem Kopf unter Wasser, als wolle er sich ertränken. Als Aaron sich über die Wanne beugt, um nach Joseph zu sehen und der Verrückte ohne Vorwarnung in die Kamera schreit, ist das ein ziemlicher Schockmoment und die perfekte Einstimmung auf alles, was noch kommt. Steve Carell ist kein Unbekannter, wenn es um unangenehme Momente geht. Been a lot of fun talk about prison today, but I am here to scare you straight. I am here to scare you straight! Aber nachdem er The Office verlassen hatte, geriet er in Foxcatcher in noch peinlichere Situationen. In diesem Film, der auf einer tragischen, wahren Geschichte beruht, spielt Carell John Dupont. Ein exzentrischen Millionär mit einer Vorliebe für Schusswaffen, Kokain und Kampfsport. Obwohl er unglaublich reich ist, versucht Dupont verzweifelt, die Anerkennung seiner Mutter zu gewinnen, einer kalten Frau, die ihre preisgekrönten Pferde mehr liebt als ihren eigenen Sohn. Auf der Suche nach Lob und Anerkennung gründet Dupont ein Ringerteam in der Hoffnung, olympisches Gold zu gewinnen. Obwohl er nur ein Anfänger in diesem Sport ist, übernimmt er von Trainer Dave Schulz, gespielt von Mark Ruffalo, die Kursleitung und hält den anderen Athleten gegenüber eine inspirierende Rede darüber, wie man Amerika repräsentiert und Gewinner im Leben wird. Besonders unangenehm wird es, als er einen der Ringer auf die Matte bittet und einige unglaublich einfache Techniken vorführt, um seine Mutter zu beeindrucken. Schließlich landen jedoch beide auf dem Rücken und seine Mutter lässt ihn mit einem missbilligen Blick zurück. Der Gesichtsausdruck von Dupont ist herzzerreißend und obwohl er ein manipulativer Psychopath ist, wird man mit komplizierten Gefühlen kämpfen müssen, wenn man sieht, wie dieser Mann sich selbst erniedrigt. I don't like the sport of wrestling, as you know. It's a low sport. Selbst für Quentin Tarantinos Verhältnisse ist The Hateful Eight voller fieser, abstoßender Momente, bei denen man sich im Kinosessel windet. Es gibt sogar die vielleicht widerlichste Szene, die Tarantino je verfilmt hat. Die Sequenz mit dem vergifteten Kaffee. In The Hateful Eight ist eine Gruppe von Killern, die in einer Hütte gefangen sind, während draußen ein Schneesturm tobt. Unter den schießwürdigen Ganoven befindet sich John Roof, ein Kopfgeldjäger, der an die berüchtigte Mörderin Daisy Domergue gefesselt ist. Roof weiß, dass Daisy einen Komplizen in der Hütte hat, der ihn töten und seinen gesetzlosen Boss befreien will, aber Roof ahnt nicht, dass dieser mysteriöse Maulwurf so weit gehen würde, seinen Kaffee zu vergiften. Nachdem er einen Schluck aus seiner Tasse genommen hat, fängt er sofort an, etwas zu erbrechen, was wir nur als extra dickes Blut bezeichnen können. Really? Nobody got a problem. Das löst eine Kettenreaktion im Film und vielleicht sogar im Publikum aus und am Ende ist Roof tot und wir sehen Starbucks für den Rest unseres Lebens mit anderen Augen. You got anything in here besides coffee that can help warm us up? No, the bar is open. Follow moi. Annihilation ist nicht das, was man einen Wohlfühlfilm nennen würde. Unter der Regie von Alex Garland behandelt dieser Science-Fiction-Film einige schwere Themen wie Bedauern, Untreue und Depressionen. Hinzu kommt das Schimmern, ein außerirdisches elektromagnetisches Feld, das die DNA jedes Lebewesens, das seine durchsichtigen Wände durchquert, verändert und anpasst. Das Ergebnis ist eine Albtraumwelt, in der deformierte Tiere wie Menschen schreien, Alligatorhai zu enormer Größe heranwachsen und Tessa Thompson sich in einen Baum verwandelt. Aber das schrecklichste Bild im Inneren des Schimmer entsteht, als unsere Helden eine alte Videokamera entdecken, die das Schicksal einer früheren Expedition zeigt. Als sie die Aufnahmen abspielen, sehen wir einen wild
blauäugigen Soldaten, gespielt von Oscar Isaac, der eine Amateuroperation an einem seiner Kameraden durchführt. Das ist an sich schon schlimm genug, aber dann sehen wir auch, warum. Dank der Gensplicing-Fähigkeiten des Schimmers sind die Eingeweide dieses Mannes zum Leben erwacht und wuchern herum wie ein riesiger Wurm. Es ist eine Szene, die sadistisch beginnt, bevor sie in Lovecraft-Gefilde abdriftet, und egal wie sehr ihr euch bemüht, keiner wird diesen Moment jemals wieder vergessen. The King of Comedy war die vierte Zusammenarbeit zwischen Robert De Niro und Martin Scorsese, und obwohl er nicht so bekannt ist wie Taxi Driver oder Raging Bull, ist er definitiv der peinlichste Film, den sie je gemacht haben. Der Film ist eine schwarze Komödie über die Schattenseiten des Showbusiness. De Niro spielt Rupert Pupkin, einen Möchtegern-Komiker, der den Late-Night-Talkmaster Jerry Langford, gespielt von Jerry Lewis, vergöttert. Rupert glaubt, wenn er nur mit seinen Programmen Jerrys Show auftreten könnte, dann könnte er es ganz nach oben schaffen. Rupert ist jedoch ein wahnhafter Freak, der darüber fantasiert, Jerrys bester Freund zu sein. Die Fantasie geht schließlich in die Realität über, als Rupert beginnt, Jerry zu stalken und sogar in Jerrys Villa auftaucht, natürlich ohne Einladung. Zu allem Übel hat Rupert auch noch ein Date mitgebracht, das nicht ahnt, dass ihr Psychofreund nicht wirklich mit dem Talkmaster befreundet ist. Oh no, no, we just thought we'd drop an uninvited for the weekend. Langsam aber sicher merkt Ruperts Rendezvous, dass sie nicht im Haus dieses Mannes sein sollte, und man merkt, wie unangenehm ihr die Situation ist, aber Rupert spielt das Spiel weiter. Die ganze Szene ist erschütternd peinlich und sie wirkt so echt und konfrontierend, weil die Schauspieler ihren ganzen Text improvisiert haben. Darren Aronofskys Requiem for a Dream ist vielleicht der dramatischste Film aller Zeiten und wahrscheinlich die beste Anti-Drogen-Kampagne, die je aufgesetzt wurde. Jeder Moment mit Ellen Burstyn als Sarah Goldfarb ist einfach herzzerreißend. Alles baut sich zum nennenswerten Höhepunkt auf, bei dem unsere vier Hauptfiguren erleben, wie sie ein Besuch in der Hölle anfühlen muss. Wenn wir allerdings ein Element des Films herausgreifen müssten, das den Zuschauer zwingt, angewidert wegzuschauen, dann wäre es die Szene mit Jared Letos Arm. It's bro. It's my arm. Leto spielt Harry Goldfarb, einen Heroinsüchtigen, dessen intravenöser Drogenkonsum dazu führt, dass sich eine Vene in einem seiner Arme auf schreckliche Weise infiziert. In einem der traurigsten Momente des Films wird der Arm so ekelhaft, dass er bei einer Operation amputiert werden muss. Doch vor diesem schrecklichen Moment werden wir Zeuge, wie sich ein hibbeliger Harry darauf vorbereitet, sich einen Schuss zu setzen, indem er die Nadel in seinen geschwollenen schwarzen Arm sticht. Die Injektionsstelle trieft vor dunkler Flüssigkeit, aber Harry sticht die Nadel trotzdem in die Vene, was dazu führt, dass die Kinobesucher überall Nein zu Drogen sagen. The Square ist eine preisgekrönte Satire über die zeitgenössische Kunstwelt, enthält aber auch eine berühmt-berüchtigte Szene, die des Affenmenschen. Sie ereignet sich bei einer prestigeträchtigen Dinnerparty, bei der ein muskelbepackter Künstler in einem Raum voller wohlhabender Gäste stürmt. Der Kerl ist zusammengekauert, hat Stelzen an den Armen und brüllt wie ein Affe. Er ist ein Performance-Künstler, der vorgibt, ein Schimpanse zu sein, und auf den ersten Blick sieht es nach Spaß und Spiel aus. Er watschelt durch den Raum, grunzt und amüsiert die Besucher mit seiner unheimlich akkuraten Schimpansenimitation. Aber genau wie echte Schimpansen wird der Künstler unglaublich schnell ultra-aggressiv, pirscht durch den Raum und belästigt die Gäste. Die verängstigten Gäste verhalten sich friedlich und still, aber die Dinge gehen schließlich zu weit, als er auf einen Tisch springt und eine weibliche Besucherin angreift, woraufhin ihn alle im Raum zu Kleinholz verarbeiten. Dieser Wahnsinnsauftritt dauert etwa 12 Minuten und wirkt vielleicht deshalb so echt, weil Notary tatsächlich auf Statisten losging, von denen er spürte, dass sie nervös waren, wenn er vorbeikam. Aber keine Sorge, die Frau, die er angriff, wurde von einer Stuntfrau gespielt, die sich der Szene bewusst und darauf vorbereitet war. Das Endprodukt bietet eine unerträgliche Spannung und ist erstaunlich unangenehm, und genau wie die entsetzten Besucher wollen wir diese schreckliche Erfahrung nicht noch einmal durchmachen. Tusk ist kein großartiger Film. An den Kinokassen war ja ein Flop, die Kritiker waren beleidigt und Johnny Depp hat eine seiner schlechtesten Leistungen gezeigt, was schon etwas heißen will. Es gibt jedoch ein paar Killer-Szenen und der vielleicht unangenehmste Moment kommt, als der Podcaster Wallace Brighton, gespielt von Justin Long, feststellt, dass ihm ein ziemlich wichtiges Körperteil abhanden gekommen ist. Nachdem er auf der Suche nach einer guten Geschichte für seine Show einen exzentrischen Abenteurer namens Howard Hoey kennengelernt hat, trinkt Wallace nichts ahnend einen Tee und wacht später schwer betäubt und ohne Beine in einem Rollstuhl auf. Wallace, der noch immer unter dem Einfluss von Howards gespicktem Tee steht, flippt aus, als er seinen zugenähten Stumpf sieht. Und Howard erklärt ihm, dass ein Arzt die Gliedmaßen amputieren musste, nachdem Wallace von einem braunen Einsiedler gebissen worden war. Doch während Wallace die Tränen in die Augen steigen, versucht Howard, sich das Lachen zu verkneifen. Schließlich ist er derjenige, der das Bein als Teil eines verdrehten Experiments abgetrennt hat. Tusk ist aus vielen Gründen ein wenig anstrengend anzusehen, aber in diesem Fall ist es Absicht. Von der Eröffnungssequenz im Stil von 2001 Odyssee im Weltraum bis zum feurigen Finale ist alles an Under the Skin von 2013 wahrlich gespenstisch. Auch wenn in diesem Film Menschen aus ihrer Haut gesaugt werden, ist der beunruhigendste Moment wohl die schreckliche Strandszene. Scarlett Johansson spielt ein außerirdisches Wesen, das Männer in ihren Tod lockt, indem sie in einem Van herumfährt, Männer aufgabelt und sie in ihre Wohnung bringt, wo sie ein schlimmeres Schicksal als den Tod ereilt. In dieser speziellen Szene ist Johansson jedoch an einem schottischen Strand auf Beutejagd, wo sie Zeuge wird, wie eine Frau ins Meer gezogen wird. Sie sieht teilnahmslos zu, wie die Frau in den Wellen verschwindet, und sie rührt sich nicht, als der Liebhaber der Frau bei dem Versuch, sie zu retten, ertrinkt. Tatsächlich reagiert sie erst, nachdem ein Möchtegern-Held vergeblich versucht, das Paar zu retten und bewusstlos an Land gespült wird. Sie zerrt den Mann zu ihrem Wagen in der Absicht, ihn zu töten, und ignoriert dabei das zurückgelassene Baby des ertrunkenen Paares, das verängstigt am Strand weint. Johansons Figur wirkt noch nie so unmenschlich und raubtierartig wie hier, und ihre grausame Gleichgültigkeit hinterlässt wohl ein flaues Gefühl in jeder Magengegend. Schaut euch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsdinge. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen.